Am Montagabend ist es in Bayreuth zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Eine Notärztin und drei Sanitäter wurden am Abend zunächst zu einem routinemäßigen Einsatz gerufen. Der 26 Jahre alte Patient griff die Retter jedoch unvermittelt mit einem Messer an und verletzte die Ärztin und die Sanitäter schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Dann verschanzte sich der Mann in seinem Haus. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei wurde hinzugezogen. Gegen 1 Uhr in der Nacht konnte der 26-Jährige im Dachgeschoss des Hauses schließlich festgenommen werden. Zum Motiv und den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.